Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Und heute soll es um Das Schloss der Medusa von Franz Sobel gehen. Dieses Buch steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2017 und ist so ziemlich das einzige Buch, was mich von der Thematik her angesprochen hat, von dieser Liste. Ich habe ja generell meine Schwierigkeiten mit Buchpreiskandidaten. Meistens bin ich nicht allzu begeistert von den Büchern und oftmals interessieren sie mich noch nicht mal, wenn ich den Klappentext lese. In diesem Fall war ich aber sehr interessiert an der Geschichte, denn es geht in diesem Buch um die Tragödie rund um die Fregatte Medusa, die bei ihrer Überfahrt zum Senegal auf eine Sandbank aufläuft und anschließend evakuiert werden muss. Es gibt dazu ja auch dieses berühmte Gemälde, was man auch auf dem Cover des Buches sieht. Das habe ich mir auch schon mal im Louvre angeschaut und ja, ich finde das einfach sehr ausdrucksstark und finde diese ganze Geschichte auch unheimlich interessant. Und deswegen war dieses Buch auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Ich muss allerdings sagen, dass es mich ein bisschen enttäuscht hat. Das Buch ist so aufgebaut, dass wir im ersten Kapitel erstmal von der Rettung der Überlebenden erfahren. Also es ist ja so, dass in dem Moment, als die Medusa evakuiert werden muss, halt klar ist, dass die Rettungsboote nicht ausreichen, um alle 400 Passagiere an Bord aufzunehmen und zur Küste zu bringen. Es wird also auf die Schnelle ein Floß zusammengezimmert, das 147 Menschen mehr schlecht als recht Platz bietet. Also es ist eben so, dass die Verhältnisse dort sehr beengt sind und gleichzeitig ist es auch so, dass dieses Floß nicht unbedingt gut konstruiert ist, sodass die Menschen auch hüfttief im Wasser stehen. Dieses Floß soll dann mit Hilfe der Rettungsboote mit ans Ufer geschleppt werden und dieses Vorhaben scheitert leider, da dieses Floß eben nicht besonders gut konzipiert ist und auch viel zu schwer. Es hat selber keine Möglichkeit zu manövrieren und zieht die Rettungsboote selbst mit aufs offene Meer und so. Ja, wird das Floß irgendwann zurückgelassen und die Menschen darauf ihrem Schicksal überlassen? Es bleiben von diesen 147 Menschen nur 15 übrig. Das sind eben geschichtliche Fakten, die kann man nachlesen oder sie werden eben auch im ersten Kapitel verraten, denn da ist eben klar, wie viele Menschen von diesem Floß noch geborgen werden. Und es wird auch schnell klar, dass diese 15 Menschen nur deshalb überleben konnten, da sie sich unter anderem von ihren toten Mitpassagieren ernährten, also Kannibalismus betrieben und allerhand andere unschöne Dinge auf diesem Floß passiert sind. Und auch das ist natürlich belegt, denn es gibt da eben den Erfahrungsbericht von Überlebenden. Franz Sobel schildert dann in den weiteren Kapiteln, also nach Kapitel 1, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wir beginnen die Geschichte also an dem Tag, als die Medusa ablegt. Wir lernen die Passagiere kennen, die sich auf diesem Schiff befinden. Wir lernen ihre Motivation so ein bisschen kennen, ihre Hintergründe und erleben dann eben auch hautnah, wie das Schiff aufläuft auf die Sandbank, welche Maßnahmen unternommen werden, um das Schiff noch irgendwie zu retten und was dann eben passiert, wenn das Schiff evakuiert wird, das Floß gebaut wird, die Passagiere auf die Rettungsboote und das Floß verteilt werden und ja, alles, was danach passiert, bis zu dem Punkt, als diese 15 Menschen vom Floß eben gerettet wurden und sogar noch eine gewisse Zeit danach, in der wir erfahren, wie mit dieser Tragödie umgegangen wurde, auch aus politischer Sicht. Und das ist auch einer der positiven Punkte, die ich hier gerne anmerken möchte. Ich hatte den Eindruck, dass Franz Sobel sehr gut recherchiert hat. Er hat die Gegenden zum Teil besucht, er hat sich auch die Sandbank angeschaut, er hat sich das Wrack der Medusa angeschaut, er hat mit Menschen gesprochen. Ich denke, er hat auch die Berichte gelesen von den Überlebenden, was sich auf dem Floß zugetragen hat. Er hat über die Passagiere nochmal recherchiert, auch wie diese Tragödie politisch aufgenommen wurde und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Und den Eindruck hatte ich schon. Ich hatte mir allerdings gewünscht, dass er es auch in einer anderen Form dann in der Geschichte präsentiert. Man muss nämlich sagen, und damit habe ich leider nicht gerechnet, ich habe mir auch zu Beginn nicht die Leseprobe durchgelesen. Das wäre vielleicht besser gewesen, denn Franz Sobel hat wirklich einen sehr eigenen Stil, in der er diese Geschichte erzählt. Wir haben hier einen Erzähler, der aus der aktuellen Zeit stammt und uns quasi dieses geschichtliche Ereignis dann schildert. Und das mit einer sehr wertenden Art und Weise. Also er verurteilt die Menschen, die er beschreibt. Er beschreibt eigentlich nur die hässlichen Seiten an ihnen und generell lässt er an niemandem ein gutes Haar. Und das vielleicht auch zu Recht, aber man muss wirklich sagen, dass dieser Humor, den er dabei an den Tag legt, sehr, sehr schwarz ist. Also er ist eigentlich vernichtend den Menschen gegenüber, die er beschreibt. Und das führt so weit, dass er die Menschen nachäfft, dass er sie auf ein ja, prägnantes und eher hässliches Merkmal reduziert und eigentlich auch nur darauf eingeht. Dadurch sind die Menschen keine echten Menschen, mit denen man mitleidet. Ich meine, das Schicksal, das all diese Passagiere hier ereilt, ist wirklich grausam, aber aufgrund der Tatsache, wie die Geschichte erzählt wird und wie die Menschen auch beschrieben werden, hat man halt zu niemandem in irgendeiner Weise eine Beziehung, da sie eigentlich alle grässlich sind. Und so ist auch die ganze Konzentration dieser Geschichte auf dem Ekligen, auf dem Hässlichen und das führt auch zu einer teils sehr derben Sprache. Ich muss auch hier, ich habe Annes Rezensionen zu dem Buch schon gesehen und ich musste ihr da in vielen, vielen Punkten zustimmen und unter anderem oder fast vor allem in der Tatsache, dass der Stuhlgang anscheinend ein unheimlich faszinierendes Thema für den Erzähler oder den Autor ist. Man muss das ja immer ein bisschen trennen. Aber das hat wirklich einen Raum eingenommen, den ich so auch noch nie erlebt habe. Also
Wie gesagt, es ist schon so, dass er sich in der gesamten Geschichte auf die hässlichen Seiten auch des Menschen konzentriert, aber wie groß dieses Thema Stuhlgang ist und dann wirklich von Durchfällen bis Verstopfung das volle Programm dabei ist, bis hin zum Einlauf, der in allen Details beschrieben wird. Und es ist wirklich faszinierend, wie viel Raum dieses Thema bekommt. Es ist eigentlich immer auch von Hinterteilen die Rede, ich sag's jetzt mal so, ich möchte jetzt nicht so in den Wortschatz greifen, den der Autor hier benutzt hat. Und zusammen mit der Brutalität, die dieses Buch auch beinhaltet, ist das Ganze schon eine Geschichte, die ziemlich auf den Magen schlägt. Also ich hatte das lange nicht mehr, dass mir so schlecht geworden ist bei einem Buch, das ich gelesen habe. Also man braucht hier durchaus einen starken Magen, würde ich sagen. Also wer über solche Themen nicht gern lesen möchte, wer vor allem auch die Konsistenz von Stuhlgang nicht unbedingt in allen Details präsentiert bekommen möchte, der sollte hier vielleicht nicht zugreifen. Wie gesagt, es konzentriert sich wirklich auf die hässlichen Seiten und die animalischen Seiten des Menschen. Und mich hat das halt vor allem gestört, weil ich etwas anderes erwartet habe. Also bei diesem Thema, bei dieser menschlichen Tragödie, die da passiert ist und die ja tatsächlich passiert ist und bei der auch viel menschliches Versagen dabei war, hat es mich eben vor allem interessiert, wann diese Menschlichkeit vielleicht verloren geht, wann man egoistisch handelt, wann diese moralischen Konflikte eben zu einem Ergebnis führen, das eben der Extremsituation geschuldet ist. Und das passiert eben nicht, weil die Menschen von Anfang an grausam zueinander sind, weil sie sich nichts gönnen, weil sie eigentlich nur Brutalität für den anderen übrig haben. Und entsprechend ist da eben nichts, wo irgendwann mal der Twist kommt und sich alles dreht und dann plötzlich jeder nur noch an sich selbst denkt, weil sie das von Anfang an tun. Und ich hatte halt ein bisschen mehr Ambivalenz erwartet, dass es eben vereinzelte Menschen gibt, die einfach empathisch sind, die anderen Menschen helfen wollen und es vielleicht nicht schaffen, weil eine viel größere Gruppe eigentlich nur an sich selbst denkt und den anderen dann mitzieht. Ich hatte da irgendwie mehr verschiedene Gedanken mir gewünscht und das war halt nicht der Fall. Also wer hier irgendwie Menschlichkeit in dieser Extremsituation erwartet, der wird auf jeden Fall enttäuscht. Dadurch, dass wir diesen modernen Erzähler aus der Jetztzeit haben, hatte ich auch immer eine ziemliche Distanz zu den Geschehnissen. Also für mich wirkt es eben immer wie so eine Erzählung und auch durch diesen extremen Humor, diesen schwarzen Humor, der mitschwang, war das für mich einfach keine Geschichte, in die ich mich hineinversetzen konnte. Sie war einfach so überspitzt erzählt, dass ich mich nicht in diese Situation hineinfühlen konnte und dann eben auch noch mit Personen bestückt, die ich überhaupt nicht sympathisch fand, weil sie einfach so grässlich beschrieben wurden und sich auch so grässlich verhielten, dass ich da einfach emotional überhaupt nicht involviert war und diese schreckliche Situation auf dem Floß auch eigentlich mehr distanziert betrachtet habe, was natürlich auch viel von dem nimmt, was ich mir eigentlich von der Geschichte erwartet habe, dass ich diese schreckliche Situation auf dem Floß, wo der Hunger irgendwann so stark wird, dass man eben echt daran denkt, die Toten zu essen, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt zu überleben. Ich hatte mir diesen Moment sehr intensiv vorgestellt und das war für mich eben nicht, weil ich eigentlich von sehr weit weg diese Geschichte betrachtet habe. Dann gingen mir die Geschehnisse auf dem Floß auch viel zu schnell. Ich konnte das überhaupt nicht ernst nehmen und sie waren für mich auch viel zu krass. Also klar, irgendwie müssen diese 147 Menschen auf 15 Menschen schrumpfen innerhalb dieser, ich glaube, 10 Tage waren das, die sie auf offenem Meer verbracht haben. Und natürlich muss da schon einiges passiert sein, damit sich diese Gruppe an Menschen derart reduziert hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ablief, wie Franz Sobel das hier geschrieben hat. Die ganze Geschichte ist wahnsinnig überspitzt, deswegen gehe ich auch davon aus, dass das auch auf diesen Bereich zutrifft. Aber auch das konnte ich einfach nicht ernst nehmen. Also das war für mich schon fast Splatter oder Gore. Also ich fand das unrealistisch. Keine Ahnung, ich kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie es da abgelaufen ist. Ich wollte unbedingt nochmal gucken, ob man im Internet irgendwo den Bericht von einem der Überlebenden findet, damit ich mir da ein besseres Bild verschaffen kann. Vielleicht ist es auch sehr realistisch, was Franz Sobel hier geschildert hat, aber ich konnte mir das irgendwie nicht so gut vorstellen. Durch diesen extrem schwarzen Humor des Erzählers kann ich mir aber schon vorstellen, dass das Buch Geschmackssache ist. Also, dass es einfach nicht meinen Nerv getroffen hat und anderen Leuten dafür vielleicht viel Freude bereitet, denen das Thema vielleicht auch zu trocken gewesen wäre, wenn es jetzt nur auf der ernsthaften und philosophischen Ebene vielleicht beschrieben wäre. Kann durchaus sein, ich weiß es nicht. Mir hat es eben nicht so gut gefallen. Ich hatte mir etwas anderes unter dem Buch vorgestellt und etwas mehr erwartet. Ich hatte auch in meiner Lesewoche schon angesprochen, dass Franz Sobel hier einige Vergleiche anstellt, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte. Ich möchte euch mal ein Beispiel dafür vorlesen. Und etwas von dieser Unerfahrenheit war auch seinem teigigen, 52-jährigen Gesicht anzusehen, in dem die große Nase wie eine überdimensionale Zitrone prangte, als trüge er eine Sonnenuhr mitten im Gesicht.
Und das war eben diese Sache, dass ich es erstmal schon seltsam fand, eine Nase mit einer Zitrone zu vergleichen, aber dann gleichzeitig eine Zitrone mit dem Zeiger einer Sonnenuhr, was für mich einfach überhaupt nichts miteinander zu tun hat und für mich auch kein sinnvoller Vergleich ist. Eine Sache fand ich hingegen ganz schön, und zwar befanden sich auf der Medusa ja überwiegend Franzosen und Engländer, soweit ich mich erinnere, und die waren eben alle auf dem Weg nach Afrika, um dort ja aus unterschiedlichen Intentionen. Also wir hatten da einen Missionar, der hat sich natürlich vorgenommen, dort im afrikanischen Kontinent den christlichen Glauben zu bringen. Dann gab es Leute, die sollten als Hafenmeister eingesetzt werden, andere hatten noch höhere Ränge, andere haben dann eine Plantage sich gekauft, andere wollten dort ein Kaufhaus errichten und so weiter. Sie wollten sich da also breit machen. Und ich fand es sehr interessant, dass viele dieser Menschen total Angst davor hatten, was ihnen in Afrika passieren könnte. Da leben ja die ganzen Wilden und wer weiß, was die für Bräuche haben und eventuell geht es ihnen sogar an den Kragen. Und ich mochte all die Ironie an der Tatsache, dass sie sich nachher auf dem Floß unter ihresgleichen befanden und da eben Mord und Totschlag losging und sie ja alle Menschlichkeit über Bord warfen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Und ebenfalls als einen positiven Aspekt habe ich vermerkt, auch wenn ich es gleichzeitig ganz furchtbar und schrecklich finde, ist die Tatsache, dass der Kapitän tatsächlich eben keine Schifffahrterfahrung hatte und nur durch Vitamin B auf diesen Posten gekommen ist und dass, obwohl diese Überfahrt eben durch diese ganzen Sandbänke, die es auf dem Weg gibt, halt unheimlich gefährlich ist und selbst erfahrene Seeleute da ihre ja volle Konzentration brauchen, und dann kommt da eben so ein Kapitän an Bord, der von nichts eine Ahnung hat im Endeffekt. Und dass dieser Captain, obwohl er eben total unfähig ist, es noch nicht mal für nötig hält, sich dann auf die Leute zu verlassen, die Ahnung haben, nämlich die ersten Offiziere, die Schifffahrterfahrung haben, die navigieren können und sich dort ein bisschen auskennen, und er stattdessen jemandem vertraut, der eigentlich nur Passagier ist und nur erzählt, er hätte Ahnung davon. Also es ist wirklich ganz grausig, dass wenn man recherchiert, dass man feststellt, dass es genau so gewesen ist. Es ist einfach unglaublich, und ich kann mir halt vorstellen, dass aus dieser menschlichen Unfähigkeit und diesem menschlichen Versagen, also einfach diesem, was man von außen wieder betrachtet und sich einfach an den Kopf fasst und sich fragt, ist das die Krone der Schöpfung, dass aus diesem Gedanken heraus eben einfach dieser extrem fiese und schwarze Humor und dieses vernichtende Urteil des Erzählers resultiert. Also das kann ich mir eben gut vorstellen, dass das so ein bisschen der Aufhänger war, dass man diese ganze Aufzählung von Fehlern einfach vor Augen hat, die diese Tragödie begünstigt haben, und dass man dann eben ein vernichtendes Urteil über die Menschen an Bord fällt und das eben auf diese Art und Weise ja präsentiert und erzählt. Ich glaube, das war irgendwie die Intention des Ganzen. Ich muss aber sagen, dass es mir dann einfach nichts gibt. Wenn all das, was auf dem Floß und drumherum passiert, schon klar ist, indem man die ersten paar Seiten liest und sich die Charaktere beschreiben lässt, dann hat das Buch einfach nicht mehr so viel zu bieten. Und wie gesagt, dieser ganze Tiefgang, was moralische Fragestellungen angeht, was diesen Moment angeht, wenn ja, man sich abwendet und einfach lieber nicht mehr hinschaut und lieber an sich denkt, weil man einfach seine eigene Haut retten möchte und möglichst vergessen möchte, dass da andere Menschen jetzt womöglich sterben wegen der Entscheidung, die man selbst getroffen hat. Das bekam einfach gar keinen Raum, weil der Autor oder der Erzähler alles in den Dreck gezogen hat. Und ja, damit konnte ich einfach am Ende nichts anfangen. Es hat mir dann nichts gegeben, es konnte mir keine Denkanstöße geben. Und wie gesagt, der Erzähler hat mir auch nicht unbedingt zugesagt vom Stil her. Und so, ja, bin ich dann doch eher enttäuscht von der Lektüre, habe mir etwas anderes erwartet und ja, bin jetzt auch wieder so ein bisschen ernüchtert, was die Buchpreiskandidaten angeht. Ich habe da ja eh immer so meine Schwierigkeiten, auch wenn ich nachher nur den Gewinner lese. Am Ende bin ich irgendwie immer ratlos und kann nicht so richtig verstehen, warum diese Bücher den Preis gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas fehlt, ob mir etwas entgeht, ob ich nicht begreife, was da noch alles drinsteckt. Das kann womöglich sein, aber ja, ich bin irgendwie eher immer enttäuscht, wenn ich zu Buchpreiskandidaten greife, und weiß auch nicht, ob ich dann tatsächlich den Deutschen Buchpreis 2018 überhaupt beachte. Ich habe ja jetzt auch wieder nur ein Buch gelesen, zu viel mehr komme ich auch meistens nicht. Aber wie gesagt, bisher hat mich davon auch noch nichts begeistern können, und so, ja, verbleibe ich jetzt mal mit dieser Rezension. Ich hoffe, sie war für euch hilfreich, falls ihr das Buch ebenfalls im Blick habt. Es würde mich total interessieren, wie ihr das Buch aufgefasst habt. Wenn ihr vielleicht eine positive Meinung dazu habt, schreibt mir dazu gerne einen Kommentar. Und falls ihr dazu auch ein Video gedreht habt oder eine Rezension geschrieben habt, dann verlinkt sie mir. Ich würde da nämlich auch gerne mal, genau wie Anne es auch schon erwähnt hat, mal eine Gegendarstellung sehen von jemandem, der das Buch sehr, sehr mochte. Ich hoffe jetzt, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!